wieder runtergespült werden, sodass wir wieder zum Anfang kommen, würde ich jetzt mal sagen. Oh, die Rutsche ist aber heftig. Hey Leute, was geht? Keine Menschen mehr zu gehen. So Leute, willkommen zu einem neuen Roblox Gameplay. Wir sind heute mal in einem Wasserpark oder in einem Rutschenpark und werden hier ganz, ganz viele Rutschen runterrutschen. Ja, ihr habt es verstanden. Ne? Also heute geht es um Rutschen. Ja, aber ohne eine Box oder so, sondern wir sind halt tatsächlich im Wasserpark. Und das sieht ziemlich spannend aus und wir müssen hier auch, wir müssen genügend Runden haben, das heißt hier Labs, ne, um die verschiedenen unterschiedlichen Rutschen auch runterrutschen zu dürfen. Ihr habt schon verstanden. Wir gucken einfach mal, wie lange das dauert, sonst werden wir uns ein paar Runden kaufen einfach. Wir können ja aber erstmal so ganz standard starten, also es gibt hier die Rainbow Slide. So, sie kann erstmal gerne vor. Ja, mach du ruhig, oder hier ist eine Wave Slide. Vielleicht nehmen wir die als erstes. So. Wow! Okay, sieht noch easy aus. Okay. Und ich glaube, hier führen alle Rutschen tatsächlich hin. Es erinnert mich an so eine Toilette eher. Als ob wir hier in eine Toilette rutschen. Ja, es reicht. Oh, okay, so. Ich glaube, hier können wir dann wieder runtergespült werden. So, dass wir wieder zum Anfang kommen, würde ich jetzt mal sagen. Oh, die Rutsche ist aber heftig. Moin. Ja, ich glaube, diese Rutsche führt wieder zum Anfang, würde ich mal sagen. Okay. Why not? Ich denke mal, hier sind wir wieder am Anfang. Ja. Okay, ihr könnt jetzt oben sehen, oben rechts, wir haben eine Lab. So, ich würde ganz gerne mal die Rainbow Slide ausprobieren. Das ist die Regenbogenrutsche. Es geht gleich runter. Wow! Das ist cool. Das gefällt mir. Geht's wieder nach unten. Und lass uns treiben hier im Wasser. Ja, ist okay jetzt. Jetzt aber hier runter. Hier fehlt Wasser. Also das sollte man eigentlich nicht ohne Helm machen. So sieht es zumindest aus und ohne Schutzkleidung. Ich weiß nicht, ob man das so leicht überleben kann. Bezweifle ich etwas, aber gut. Wir sind hier bei Roblox. Da passiert einiges. So, und dann geht es hier wieder rein. Zu den nächsten Rutschen. Also einer ist auf jeden Fall noch zugänglich. Das ist die Door Slide und dann Long Slide. Und dann gab es hier noch eine Freefall-Slide. Okay, das würde ich ganz gerne mal machen. Okay, da fallen wir einfach wirklich nur in den Ab... Okay. Hätte ich nichts drücken müssen? Also hier führen die ganzen Rutschen hin. Wo diese Rutsche hinführt, keine Ahnung. Aber... sterbe ich denn nicht? Warum sterbe ich denn nicht? Also es ist ein bisschen buggy auf jeden Fall, das Game. Ihr habt schon gesehen. Also ich versuche jetzt zumindest mal nach da unten zu kommen. Und es geht wieder Rutsch runter. Also die Freefall Slide scheint ein bisschen buggy zu sein. Deswegen gehen wir da vielleicht... Wow, das war eine coole Drehung. Und wir können auch unseren Speed immer da sehen. So, es geht wieder... Das war sehr ungünstig. Speed 150. Ich würde mal ganz gerne die Long Slide ausprobieren. Okay. Bin mal gespannt, was jetzt hier passiert. In dieser Rutsche. Moin. Ja gut, okay, ob das die Longslide war, weiß ich ja nicht. Das weiß ich nicht. Also da ist die auf jeden Fall viel, viel länger hier. Ich finde das immer so abgefahren hier. Ja gut, und jetzt?
Muss ich jetzt hier selber runter? Interessant. Da kommt schon der nächste. Den Abfluss runter. So, jetzt müssen wir 4 Laps haben. Für die Turbo Slide brauchen wir 5. Freefall Slide, Family Slide 13. Disco Slide 24. Wie viel kosten die denn? Wenn wir jetzt hier 50 Runden mal direkt holen. 100. Ja gut, komm. Wir holen uns mal alle Runden. Dann nehmen wir mal als nächstes Family Slide. Kann ich ja jetzt rein. Dann wollen wir mal gucken, was hier die Family Slide so hergibt. Ja, okay. Also ich bin hier zum Rutschentester geworden, aber ich muss schon sagen, hätte ein bisschen besser sein können, die Family Slide. Gut, okay, gucken wir uns die nächsten an. Wir haben ja ein paar Runden hier gekauft. Ist ja gut, warum flippt der hier total aus? Okay, dann wollen wir mal die nächste hier probieren. Was haben wir dann noch? Hier nehmen wir nochmal so eine Freefall Slide. Komm, versuchen wir es mal. Tschüss! Ja, okay, die ist cool. Die hat mir gefallen. Ja, die war cool. Mal so mit der Animation und so. Da kann man nicht meckern. Ein bisschen kurz, aber ist okay. Das ist schon in Ordnung. Aber das war es natürlich nicht. Wir haben noch einige Rutschen hier zu testen, ne? Okay, dann gehen wir hier jetzt wieder raus. Und starten von vorne. Okay. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch für eine Rutsche? Wir haben hier die Family Disco Slide. Okay, vielleicht nehmen wir die mal mit. Die Disco Slide. Oh ja, mit den Lichtern und so hier. Oh ja, das ist cool. So eine dunkle, wo man nicht viel sehen kann. Ja, okay. Bis auf die Lichter. Ja, doch, cool. Mit so einem Disco-Licht. Da kann man nicht meckern. Doch, trifft das Thema auf jeden Fall. Und dann hier so. Ja, ist cool gemacht auf jeden Fall. Das ist cool. Das gefällt mir. Die Disco Slide. Doch, verdient ihren Namen auf jeden Fall. Auf dem Rauch da und so. Und dann geht's hier wieder runter. Wow. Ich habe da einen Turm gesehen. Können wir auch in den Turm rein und da vielleicht dann runterrutschen? Gibt's da auch eine? Werden wir mal gucken. So, nochmal runter. Wie sieht's eigentlich aus, Leute? Ihr seid doch bestimmt auch Rutschenfans, oder? So im Wasserpark oder so? Wer nicht? Also bitte. Egal was für ein Alter. Rutsche muss immer sein. Egal was. Lieber Rutsche, okay, Sprungbrett und so geht natürlich auch, aber ich bin immer lieber am Rutschen. So, du hast auch schon ein paar, die Turbo Slide, darauf habe ich jetzt keine Lust. Ich nehme mal die hier, wofür man 30 braucht. Big Slide. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt, die sieht ein bisschen gefährlich aus. Okay. Sieht natürlich wieder sehr, sehr ungünstig aus, mal wieder. Okay. Ja, gut, okay. War wieder sehr, sehr kurz. Wie immer. Klasse. So, ich wollte jetzt aber ganz gerne eigentlich noch oben auf den Turm. Ging das so einfach oder nicht? Die Big Slide brauche ich jetzt nicht. Was ist das hier? Jump Slide. Okay, 40 haben wir. Dann gehen wir mal hier oben. Extra hier so ganz weit nach oben. Das finde ich jetzt mal interessant. Okay, da bin ich jetzt mal sowas von gespannt, Leute. Oh oh.
Was passiert hier? Okay. Okay. Okay, da sind wir einfach runtergefallen, oder wie? Das war die Jumpslide? Okay, naja gut. Das war's wohl. Also, wir haben hier einige Rutschen im Wasserpark getestet. Heftige Wasserrutschen im Wasserpark. Vielleicht ist es auch der Wasserpark-Simulator. Kann ja sein. Oder Rutschensimulator. Wieso auch nicht? Bei Roblox. Leute, was sagt ihr? Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu diesen Rutschen hier alle sagen würdet. Ich glaube, ich würde mich nicht jede Rutsche trauen, bin ich ganz ehrlich. Sieht ziemlich gefährlich aus. Vielleicht nur mit Schutzkleidung. Und wie sieht's mit euch aus? Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und auch gerne abonnieren, kostenlos, und auch die Glocke aktivieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.